Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, das Magazin. Und ich habe heute die große Freude, mit dem Simon Krappmann zu sprechen. Sei gegrüßt. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass es geklappt hat mit uns. Schreiben als solches, als Ausdruck, das geschriebene Wort, das hat für dich eine ganz große Bedeutung. Und es füllt auch deinen Alltag, sage ich mal, aus, weil du in mehreren Bereichen nämlich die Sprache benutzt. Und zwar in mehreren beruflichen Bereichen. Auf der einen Seite schreibst du Romane, auf der anderen Seite schreibst du aber auch noch andere Dinge. Wann hast du oder wie hast du gemerkt, dass es für dich eine Bedeutung hat? Wann hast du dich entschieden, beruflich die Sprache als Ausdruck zu benutzen? Was ist passiert? Ja, also das Schreiben begleitet mich im Prinzip schon seit den Jugendtagen. Ich bin in Meiningen zu Thüringen aufgewachsen und habe das soweit ja auch in den aktuellen Roman reingebracht. Da kommen viele Anekdoten aus Meiningen vor und da hat das mit dem Schreiben angefangen. Viel mit Kurzgeschichten, auch Versuchen in Lyrik. Und ja, dann ging es ins Studium und hat mich so nebenbei immer weiter begleitet. Also das Hauptfach war ja Medien- und Kommunikationswissenschaft. Dazu dann noch Kunstgeschichte und Geschlechterforschung. Da hat immer wieder das Schreiben oder überhaupt das schöpferisch-kreativ-Sein eine Rolle gespielt. Ist dann aber eine ganze Weile auch in den Hintergrund gerückt. Also so dieses freie literarische Schaffen. Ja, klassische Berufs- und Familienphase, so um die 10 Jahre. Und dann hat es im Prinzip vor 4 Jahren wieder angefangen. Da hatte ich wieder diesen starken Drang, neben dem beruflichen Schreiben, wo ich ja Redakteur in einer Agentur bin, dann ja auch wieder sozusagen über Grenzen hinauszugehen, Dinge aufzugreifen, die eben im beruflichen Schreiben so nicht möglich sind. Ja, das ergänzt sich soweit ganz gut. Und da habe ich dann auch erstmals mich in Romanen probiert, versucht, da Figuren zu erschaffen, die eben auch ambivalent sind, wo es ja oft auch um Widersprüche geht, um Tragödien. Also es ist oft nicht ganz leicht verdaulich, was ich da so schreibe, aber eben auch wichtig, um auszubrechen, um Routinen zu verlassen, die man vielleicht im Alltag so immer wieder hat und ja neue Möglichkeiten auszuloten, da Neuanfänge zu wagen. So in diese Richtung, das war mir als sozusagen ergänzendes Programm zum Beruf ganz wichtig. Ja, und da fühle ich mich vor allem den Figuren verpflichtet, die ich da so erschaffe. In dem aktuellen Roman ist es ja vor allem diese Figur auf dem Cover, die kam mir sozusagen zuerst in den Kopf und hat sich diese gesamte Geschichte darum geformt. Das ist ganz spannend, weil du das gerade sagst. Ich möchte noch was ergänzen, was bei mir so ankommt, ist auf jeden Fall, weil du sagst, ein bisschen schwer verdaulich vielleicht, aber es ist irgendwie gefühlt für jeden was dabei. Man kann sich selber einen Teil immer ein bisschen identifizieren von dem, was du schreibst. Oder sehe ich das nur so? Oder ist das gewollt? Also es passt irgendwie, jeder Mensch passt so ein bisschen in deine Geschichten rein, vielleicht über ein Erlebnis oder so. Ja, also wenn ich jetzt mal beim letzten Roman ansetze, da sind es ja mehrere Figuren, Freunde, die dann zusammen auf Reise gehen, auf eine Wanderung durch Schottland. Und das sind ganz unterschiedliche Charaktere, die da zusammenkommen. Ja, so die schrille Außenseiterin auf dem Cover, eine ja, Existenzialistin, eine etwas kühle Figur, die aber eben auch unangenehme Dinge klar anspricht. Dann ihre beste Freundin Jana, eine sehr warmherzige, offene Figur, ein Lebemensch, sozusagen das Gegenteil, die sind wie so ein Yin und Yang als Freundin. Und dann kommt Thomas dazu, ein Sonderling, sehr introvertiert, also man könnte fast ein bisschen autistisch sagen. Und natürlich die Figur, die sich da das Leben genommen hat in der Geschichte, was dann in Rückblicken aufgedeckt wird. Ja, also eine sehr tragische Figur. Es geht ja vor allem um die Verarbeitung dieses Suizids. Und ja, das sind ganz unterschiedliche Charaktere, die da zusammenkommen und vor allem eben aber auch einfache Menschen, also Alltagsmenschen mit Alltagsproblemen, die dann aber eben aus ihrem Alltag herausgerissen werden, sich auf eine große Reise begeben, auch eine Sinnfindungsreise, die teilweise auch Verlierer sind, in Anführungszeichen. Also es geht mir nicht nur um die Helden, sondern eben auch ja, im weitesten Sinne Verlierer oder Antihelden, die ich da
gerne erschaffe und ja, die sich eben mit ihrer Existenz auseinandersetzen müssen, so im ganz Grundsätzlichen, die sich oft mit dem Thema Tod beschäftigen und eben nach Sinn suchen und schauen müssen, dass sie irgendwie einen Neuanfang schaffen und ihren eigenen Sinn entdecken. Und die auch so Gemeinsamkeiten haben, Interessen bedingt und ist auch nach dem Klappentext sehr interessant. Wir wollen aber gar nicht so viel verraten, weil die Leute sollen den natürlich sich besorgen, den Roman. Sehr interessant auf jeden Fall. Und es gibt natürlich, wie ich das so sehe, auch natürlich ein Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn der Titel natürlich sehr gewagt gewählt ist, Die Kaputten, motiviert ja gleich richtig. Also sehr, sehr spannend. Nochmal, wie du drauf gekommen bist, du hast diese Figur gesehen und was ist passiert? Also sozusagen im geistigen Auge, wie war der Ablauf nochmal? Ja, vielleicht also noch ein kleiner Hintergrund. Ich hatte vor gut 1,5 Jahren meine Gesichtsrose. Das kam ganz plötzlich, so diese Krankheit. Und dann lag ich ein paar Tage im Krankenhaus. Da kriegt man so Infusionen gegen die Viren, also Virostatika. Ist jetzt gar nicht so Dramatisches. Aber es hatte sich da so zum Auge vorgearbeitet und da habe ich so in meinem Kopf mal weitergesponnen, was wäre denn jetzt im Worst Case passiert und wie hätte das dann auf dich gewirkt, wie hätte dich das verändert und dann habe ich da ein bisschen recherchiert. Es gibt ja auch Filme, auf einen ganz konkreten Film beziehe ich mich dann bei dieser Figur, die da sozusagen ihr Vorbild entdeckt und dann so eine kämpferische Figur wird. So ist das dann nach und nach entstanden und ja, der Fall, den ich da verarbeite, das geht auch auf einen realen Fall zurück. Das hat mich sozusagen viele Jahre begleitet. Ich habe es nie so richtig verarbeitet und das fließt ja auch sehr stark mit ein, auch wenn es fiktive Figuren sind, spielt das da eine ganz wichtige Rolle. Die Wanderung habe ich selbst erlebt und so kam dann eines zum anderen. Ja, und dann hat sich in diesem Fall dieser gesamte Plot im Prinzip in 2-3 Tagen geformt. Das ging fast von alleine. Das hatte ich so auch noch nicht. Also ich hatte schon zähere Prozesse, um eine Dramaturgie und einen Plot zu entwickeln. Aber hier kam das ganz schnell und dann eben auch die Entscheidung, das jetzt umzusetzen. Mhm. Ja, obwohl ich eigentlich schon damals eine kleine literarische Pause einlegen wollte. Aber manchmal gibt es dann doch diese innere Notwendigkeit. Ja, diesen Drang, wie du so schön gesagt hast, also du hast da wirklich so einen Antrieb, das ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön. Du hast jetzt dieses Buch, im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, hat es auch auf jeden Fall mit dir zu tun. Also du bist irgendwie dabei, ne? Auch wenn du nicht direkt dabei bist als Figur, also autobiografisch ist es nicht, aber auf jeden Fall vom Inhalt bist du schon dabei. Vorher hast du ja andere Genre bedient, ne? Du hast noch 2 weitere Bücher veröffentlicht und zwar im Krimi-Bereich, ne? Thriller-Krimi-Bereich. Ja, das ist zumindest mal das, also die Kategorie, in die es eingeordnet wurde, sag ich mal. Okay. In beiden Fällen Thriller, das erste sogar sehr experimentell als erotischer Thriller. Mhm. Ich habe es damals eher als Novelle oder Parabel gesehen, aber Verlage wollen natürlich die Werke auch vermarkten und nennen sie dann halt lieber Thriller, weil es dann schon auch um Verbrechen geht und dann auch sehr, sehr düster wird zum Ende hin. Gelegenheiten ist im Prinzip auch schon ein ziemlich philosophischer Roman, teilweise sogar ein bisschen sperrig, würde ich jetzt mal so rückblickend sagen. Also es geht weniger um das konkrete sinnliche Erleben, als das jetzt beim neuen Roman mit der Wanderung der Fall ist. Mhm. Ja, schon auch recht düster geraten. Also da passt vielleicht Psychothriller ganz gut als Kategorie. Ja, auch da geht es um eine Person, die aus ihrem Alltag ausbricht, die letztlich die Grenzen der Existenz auslotet, glaubte, eine übersinnliche Fähigkeit bei sich gefunden zu haben. Also es geht da auch um die Frage, was macht uns überhaupt zu Menschen? An welchen moralischen Grundsätzen sollten wir uns orientieren? Auch da letztlich Sinnfragen, die da eine wichtige Rolle spielen. Also der philosophische Einzug, den das Buch dann auch hat, ja? Ja. Sehr, sehr spannend. Das war okay. Und dann war aber noch ein weiterer Titel von dir.
Das waren im Prinzip die ersten beiden. Also der tödliche Sommer, es war so mein Anfang, den ich auch eher, wie gesagt, als Novelle bezeichnen würde. Okay. Es ist sehr kurzweilig, auch sehr retrospektiv, fast schon nostalgisch. Da gibt es auch einige DDR-Erinnerungen, die damit reinfließen. Und ja, ich würde ihn sogar auch als verdeckt politisch bezeichnen, weil es ist kurz vor dem Untergang dieses politischen Systems und vieles, auch wenn es nicht konkret in der Handlung darum geht, vieles spielt darauf an. Genau. Der letzte Roman ist aber dann deutlich mehr auf das konkrete Erleben aus, also noch viel stärker auf die Figuren. Es ist fast so eine Figurencharakterisierung. Und was die Kaputten betrifft, also es ist natürlich so ein bisschen provokant gewählt. Es geht mir ums Kaputtgehen auf verschiedensten Ebenen. Ja, um Freunde, die sich voneinander entfremdet haben, Krankheiten, Traumata und natürlich auch diesen Suizid. Es geht mir aber auch um ganz allgemeine Dinge, das kosmologische Kaputtgehen, Entropie. Also es gibt viele Exkurse in die Astrophysik, was erstmal irgendwie nicht reinzupassen scheint, aber gerade in den Dialogen wird so das Kaputtgehen auf verschiedenen Ebenen diskutiert und dann geht es auch ums Ganzwerden. Ja, darum, dass eben Freunde, die sich entfremdet haben, wieder zusammenfinden. Es geht um Heilung, um Neuanfänge und ja, das steht sich so gegenüber. Es passt also doch in die heutige Zeit. Wir haben kurz vorher darüber gesprochen, weil der Titel ja die Kaputten, wir haben ja im Moment eine Zeit der Spaltung, eine Zeit der Ängste, verschiedene Naturängste und wir verändern uns gesellschaftlich gesehen, menschlich vielleicht gesehen. So. Ein Spiegel, er spielt ja in einer anderen Zeit. Jetzt, ne? Du sagst das vorhin so um die 2007, ne? Spielt der Roman, aber irgendwie schon Spiegel für die jetzige Zeit auch ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn so bewusst in die gerade so vordigitale Zeit verlegt, wenn man jetzt mal Digitales auf soziale Medien bezieht, die ja dann kurze Zeit später aufkam. Und habe ja die Wanderung und die Natur gewählt als eben auch starken Kontrast zu diesem vielen digitalen Erleben, was wir da jetzt haben. Aber trotzdem kann man diese Figuren auch ganz problemlos ins Jetzt verlegen. Die Sinnfragen haben sich, glaube ich, überhaupt nicht verändert. Ja. Sind vielleicht sogar noch brisanter geworden. Dieses das absurde Grundempfinden der Existenz und die Frage, welchen Sinn hat das eigentlich, die darf man sich jetzt genauso stellen. Und auch jetzt geht es, denke ich, viel um das Erleben, um das Rauskommen, um das Neuentdecken und das Staunen, das man nicht verlernen sollte. Das finde ich sind ganz aktuelle, wichtige Themen. Ja, also du beschreibst wunderbar den Menschen, wie er nun mal ist. Wir sind ja sehr breit aufgestellt mit unseren Gefühlen, Emotionen, Ängsten und so. Und ich glaube auch, dass der Mensch als solches, also der Mensch, sich eigentlich auch gar nicht so sehr viel verändert hat. Wir sind, glaube ich, sehr ähnlich noch zu unseren Höhlenzeiten, sag ich mal so. Da hatten wir vielleicht ähnliche Ängste wie heute. Ne? Der eine hat sich rausgetraut, der andere hat sich weniger rausgetraut. Und so, deswegen ist das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Du gehst diese Sachen sehr ganzheitlich an und wissenschaftlich, weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber du untersuchst es, du gehst sehr, sehr, sehr in die Tiefe und nochmal kurz auf dein Studium, du hast so eine schöne Mischung, also Medien- und Kommunikationswissenschaft auf der einen Seite, aber auch Kunstgeschichte hast du studiert und ja, dann noch Geschlechterforschung. Ganz interessant, zu der heutigen Zeit, wie ich finde. Warum Geschlechterforschung? Ich meine, wir wissen, du wusstest, du bist ein Mann und das war klar, Männlein und Weiblein. Wie kamst du darauf? Warum hast du das studiert? Oder was wolltest du damit machen? Weil es eigentlich gar nicht so klar ist mit Männlein und Weiblein, sondern sehr viele Fragen aufwirft. Genau. Und ich da auch so in der eigenen Geschlechtsidentität mich gar nicht immer so sehr als rein primär Mann sehen möchte, also zumindest nicht mit den ganzen Bildern, die sich damit verbinden, sondern da einfach viele Fragen hatte. Mhm. Das
war dann zu der Zeit 2003, als ich das Studium begonnen habe, auch noch was ganz Neues. Also es hat mich auch sehr neugierig gemacht, weil es eben noch nicht so verbreitet war. Und hat sich ganz gut ergänzt mit Medien und Kommunikation, indem es ja auch immer wieder um Stereotype, transportierte Klischees und so geht. Also das habe ich dann auch sehr miteinander verknüpft. Und auch Kunstgeschichte hat dann ganz gut in dieses Erschaffen von verschiedenen Bildern oder auch das Aufbrechen von Gegensätzen gepasst. Ich fand, das war eine gute Kombination. Ich war damals auch ein bisschen ratlos, was ich eigentlich studieren soll. Also die meisten Fächer sind für mich entfallen. Insofern ist es erstmal dieser wilde, bunte Mix geworden, was ich jetzt aber im Nachhinein nicht bereue. Also das spielt immer wieder beim Schreiben eine wichtige Rolle. Die Figuren sind teilweise auch feministisch, also gerade die Frigga auf dem Cover als ja, an manchen Stellen schon etwas radikal feministische Figur. Sie provoziert halt sehr gerne, sie hat klare Positionen und da kommt für mich dann auch die Spannung auf. Ja. Ja, du hast ja auch eine schöne Schreibe, wie ich das so gerne sage, vielleicht gerade weil du ausgestattet bist, nicht nur, weil du die Sachen ganzheitlich betrachten möchtest, sondern auch, weil du so ein Einfühlungsvermögen vielleicht hast. Ne? Also so könnte ich das interpretieren oder so kann man das vielleicht auch lesen. Hast du für alle Dinge, verstehst du, also für dich jetzt vom Gefühl her, verstehst du auch vielleicht durch das Studium mehr oder anders, weil du es von der anderen Seite betrachtest? Ja, also ich hatte nach dem Studium, ich würde mal sagen, mindestens genauso viele Fragen wie vorher, okay, gerade was Geschlechterforschung betrifft. Okay. Ich glaube, dieses Fach ist gar nicht so sehr dafür da, irgendwie Antworten zu finden, sondern besser Fragen stellen zu können. Ja. Mhm. Das ist ganz wichtig und das mache ich in den Romanen auch. Ich lasse da immer die Ambivalenzen zu. Das ist mir ganz wichtig, dass diese Figuren auch widersprüchlich sein dürfen. Und dass diese Figuren selbst auch Fragen stellen dürfen. Ich begleite sie sozusagen. Also mir ist es ganz wichtig, dass diese Figuren entstehen. Da ist dann auch meine größte Empathie, dass ich sie begleite, dass sie aber selbst anfangen zu sprechen. Und so lange warte ich dann auch meistens, bis mir wirklich klar ist, was das für eine Person ist, für eine wirklich individuelle Person. Kein Stereotyp, sondern ein ganz klares Individuum. Und dann geht es erst ins Schreiben über. Also ich würde sagen, da ist die größte Empathie, weil ich sehr viel mit den Figuren suche und leide und auf die Reise gehe. Ja, und man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob du das auch alles selber wärst. Das ist auch ganz interessant. Du hast auch eine sehr schöne Geschichte geschrieben. Darüber haben wir uns eigentlich, glaube ich, auch kennengelernt. Dadurch, ja, du hast das, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema, oh je. Peinlich. Dazwischen war dein Thema. Genau, dazwischen Aaron und und Nora, genau, das ist genau, der Name. Du hast nicht nur die Geschlechter, nicht nur, dass du Geschlechter verbinden kannst und aus der verschiedenen Sicht, nein, du kannst sogar auch die Wesenheiten noch vermischen und andere Elemente mit einbauen und das ist auch sehr spannend und süß geschrieben. Süß jetzt vielleicht eigenartiger Ausdruck, aber gerade mal die Empfindung dafür und auch sehr interessant, das ist auch eigentlich so eine Forschergeschichte, aber die auch, als ob du so auf der Suche wärst, aber die Antworten gleich mitlieferst. So, also ganz interessant, verlinken wir auch unter dem Video nochmal, damit die Leute auch wissen, wovon wir sprechen. Also auch sehr interessant. Also das heißt, du knüpfst auch so Verbindungen und schaffst Verbindungen und du möchtest gerne alles verstehen. So wirkt das alles ein bisschen auf mich. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr hungrig oder wissensdurstig, auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich auch viel mit Kosmologie, auch Quantenphysik beschäftigt. Das fließt auch immer mal wieder ein, weil das zum Verstehen wollen des großen Ganzen gehört. Ich habe mittlerweile auch aufgegeben, das große Ganze so zu verstehen zu wollen, sondern bin ein bisschen bescheidener geworden, weil mich das auch überfordert. Ja. Aber gerade Aaron und Nora, wo du die Geschichte ansprichst, da geht es auch sehr um diese Ambivalenzen, die Gegensätze, die ich da auf die Spitze getrieben habe. Ja, das ist ja wirklich so experimentell. Aaron, eine Figur aus Antimaterie, und wenn sie sich begegnen, die beiden Verliebten, dann würden sie sich gegenseitig vernichten. Also mal so als Gedankenexperiment. Ja.
Ich hatte es ja als quantenphysikalische Liebesgeschichte bezeichnet und das passt vielleicht auch ganz gut. Und da kommt dann auch sehr natürlich die Sehnsucht zum Tragen von diesen beiden, die sich nahe sein wollen, aber sich eben nie ganz erreichen können. Und ja, dieses Dilemma findet keine letztendliche Lösung, aber vielleicht so eine kleine Idee, wie man sich doch so nah wie möglich sein kann. Also ich finde, wenn man es so weit schafft, nicht unbedingt die Antwort zu haben, aber so eine Möglichkeit und eine Idee und eine andere Perspektive, dann hat man auch schon viel erreicht. Ja, eine Machbarkeit einfach, eine Realität, die dann doch vorhanden ist und sein kann. Sehr spannend, das sind ja im Prinzip alles, auch was du da immer reinbringst, universelle Gesetzmäßigkeiten und die sind nun mal vorhanden und da geht halt manches und dann manches geht halt nicht, aber trotzdem darüber hinaus kann man trotzdem immer eine Lösung finden, das habe ich auch vorhin gemeint, auch wenn dein Roman Die Kaputten heißt, das heißt, es gibt immer Licht am Ende des Horizonts, ja. Ich merke, in dir sprudelt es aber immer noch weiter an Ideen. Also bei dir passiert es dann in der Tat so, du kriegst irgendeinen Impuls und daraus wird dann ein Roman. So ist das bei dir, ne? Das war die letzten Male so, genau. Es gab zwischenzeitlich auch Projekte, die ich abgebrochen habe. Also um das Bild mal ein bisschen abzurunden. Nicht alles wird dann letztlich Wirklichkeit. Manche sind Ideen. Ich denke, so geht es vielen anderen Kreativen auch. Ja, man hat viele, viele Ideen. Ich habe auch Romane mal angefangen und dann abgebrochen, weil dann einfach dieser Flow nicht mehr da war, wie man so schön sagt. Oder doch der Alltag mal sehr stark dazwischen kam. Zuletzt hat alles gepasst. Ich habe mir jetzt erstmal eine kleine literarische Pause vorgenommen. Ich weiß noch nicht, ob ich mich dran halten werde. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Genau. Ja. Und es gibt kleinere Projekte. Also ich habe auch große Lust, mal Kurzgeschichten zu schreiben, Science Fiction, da auch mal was ganz abgespacedes, futuristisches zu machen. Gerade läuft so ein spannender Krimi-Wettbewerb hier im Odenwaldkreis. Da werde ich mich mal mit in den Ring werfen. Macht einfach Spaß, da verschiedene Perspektiven einzunehmen und dann auch mal Genre durchzuprobieren. Ja, beim Roman habe ich natürlich die Freiheit, diese Genre auch zu brechen, was ich da sehr gerne mache. Also gerade beim letzten Roman, der ist jetzt nicht irgendwo so klar einzuordnen. Ja, aber ich bleibe da experimentierfreudig und neugierig und gucke mal, was als nächstes dann so... Nimmst du dir auch ein paar Ideen eigentlich mit aus? Du bist ja in der Kommunikations-, in der Unternehmenskommunikation unterwegs, sag ich mal so, also du bist ja Redakteur, schreibst also im Auftrag der Kunden für spezielle Branchen oder ähnliches was. Kommt daraus auch ein bisschen für deine private Schreiberei was mit an Ideen? Ist das auch ein Lieferant von Impulsen? Ja, schon. Also da habe ich viel mit technischen Themen zu tun. Ursprünglich war es sogar umgekehrt, als ich mich beworben habe vor gut 8 Jahren für die Redakteursstelle in Frankfurt, bin ich mit einer Kurzgeschichte hingekommen, die hieß, ich wäre so gern eine Wasserturbinenleitschaufel. Also auch so ein bisschen Sinnfindung und auch mit einem Schmunzeln dabei und halt einem sehr nerdig-technischen Thema. Das hat dann letztlich beim Vorstellungsgespräch ganz gut gewirkt. Und im Job gibt es immer wieder neue Themen, die wir da erschließen, also auch vieles ja im technischen, wissenschaftlichen Bereich. Wichtig ist mir aber auch im Kontrast zu dem, was ich dort schreibe, beim literarischen Schreiben eben auch nochmal Grenzen sprengen zu dürfen. Da muss dann nicht immer alles eindeutig sein, es muss nicht immer alles erklärt werden, es muss nicht immer alles letztlich auf die Erfolg geradlinig aus sein, sondern es dürfen auch Widersprüche passieren, es dürfen auch Tragödien passieren und das will ich eben dort zulassen. Ich finde, das ergänzt sich dann ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ja, natürlich auch schön. Antrieb. Ja, ist auch natürlich schön für dich oder für das Unternehmen, für das du arbeitest. Ist natürlich auch schön, dass du ja du bist ja schon sehr kreativ und hast auch eine schöne Erzählform, eine schöne Schreibform. Ist natürlich auch schön, mal vielleicht langweilige oder trockene oder durchstrukturierte Themen einfach ein bisschen ja, knackig zu machen, sag ich mal so, damit es halt nicht langweilig ist. Und das ist natürlich auch der Vorteil, ne, für den Unternehmen jetzt. Ne?
Ja, genau. Und dann auch mehr ins Coaching so überzugehen, das ist so eine neue Rolle, in die ich mich da noch einfinden muss. Wir haben ja auch schreibende Nachwuchs bei uns und die möchte ich da gern begleiten und teilweise auch in Unternehmen Personen, die da gerne selber schreiben wollen, die gar nicht alles abgeben wollen, sondern ja, da einfach ein paar Tipps brauchen, wie man lebendig schreibt, wie man Ja, so Stories schreibt, dass die entwickelt. Leute Also, weiterlesen. ja, genau. Also, man sagt ja dann so schön Storytelling oder eben Dramaturgie. Auch da Ja. geht es mir immer sehr um die Figuren. Ja, dass man nicht irgendwas abstrakt schreibt über Prozesse, bei denen da irgendwas passiert, sondern es geht immer um Akteure und Figuren, denen man folgen möchte. Und auch bei einem Fachtext möchte man als Leserin, Leser ja begeistert sein und auch gespannt dabei bleiben. Ja, daher gelten da auch ähnliche Regeln, was das Schreiben betrifft. Ja, und Ja. das macht mir Spaß, das auch dort eben auf andere Weise zu vermitteln. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ja, sehr aufregend, deine Art und Weise zu schreiben, auch zu sprechen. Also finde ich auch sehr schön. Vielleicht gibt es ja eines Tages noch Hörbücher von deinen Büchern. Das wäre auch sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt hier den Verkauf hier so ankurbeln, dass es das auch ermöglicht. Das wäre auch sehr schön. Vielen Dank erstmal bis dahin für deine ja, Offenheit und für die vielen Informationen, auch Impulse, die ich finde. Ja, meine letzte Frage ist, über was würdest du denn gerne nochmal richtig schreiben? Vielleicht an deinem Lieblingsort, wo wäre der? Und über welches Thema wolltest du schon immer mal schreiben? Hast du dich bis jetzt vielleicht noch nicht so dran getraut, warum auch immer? Ich bin erstmal eigentlich ganz zufrieden, so mit diesen drei Romanen, die sozusagen einen ganzen Lebensabschnitt mal reflektiert haben auf verschiedene Weisen. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal im Leben da draußen so ein paar neue Erfahrungen sammeln. Und ich denke, da gibt es dann auch viele Anregungen, was Neues zu machen. Also eigentlich möchte ich mich jetzt erstmal ganz öffnen für Themen. Es gibt noch eine Geschichte von einer USA-Reise, die dann noch so im Hinterkopf arbeitet. Vielleicht werde ich die noch mal umsetzen, so als ja, Hinterfragung des American Dreams. Mal gucken, das möchte ich im Moment aber noch offen halten. Also ich lasse mich jetzt einfach mal ein bisschen führen und guck mal, wohin es mich verschlägt. Sehr schön. Lieber Simon, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht.